Auf diesem Puttinggrün im Golfclub Linz St. Florian habe ich seit vielen Jahren meine Aimpoint Puttkurse und da kommen ja Golfer aller Spielklassen zu mir und da kann ich immer wieder dieselben Fehler sehen, gerade bei den Putts unter 3 Metern. Da werden Sachen gemacht, die komplett unnötig sind und einfach nur daraus resultieren, weil man nicht weiß, wie man es richtig machen soll. Ich habe es mir zur Aufgabe heute gemacht, dass ich dir bei den Putts unter 3 Metern 20% mehr eingelochte Bälle bescheren möchte und mit den Sachen, die du hier lernst, wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Um erfolgreich zu sein bei den Putts unter 3 Metern, ist es absolut notwendig, dass man die Putts aus ca. 1 Meter absolut beherrscht. Deswegen zeige ich dir in diesem Video die meisten Putts genau aus dieser Distanz. Und ich empfehle dir auch, dass du mit dieser Distanz beginnst zu trainieren. All die Sachen, die ich dir dann zeige, kannst du dann natürlich auch für die längeren Distanzen genauso anwenden. Wir sollten jetzt auch noch ein bisschen über die Erwartungshaltung beim Putten sprechen. Ich habe hier ein paar Bälle hingelegt. Das ist ein 1 Meter Putt, 1,5, 2, 2,5 und 3 Meter vom Loch entfernt. Und es ist so bei den Besten der Welt, das sieht man auf der Statistik von der US Tour, wenn die Pros also ca. 1 Meter putten, haben sie beinahe 100%. Also diese Zone, in der sind sie sehr, sehr gut. Ja. Bei 1,5 Meter sind sie so circa bei knapp 80%, also sie machen 80% ihrer Putts. Bei 2 Meter sind sie circa bei 65% und hier haben wir 2,50 Meter. Und bei der Zone ist es so, dass die Hälfte der Putts reingeht und die andere Hälfte der Putts daneben geht. Und das ist ein 3 Meter Putt und da ist die Quote bei den Profis circa 40%, was ich übrigens sehr, sehr beeindruckend finde. Und gerade in dieser Zone hier, ich sage mal zwischen 1 bis 2 Meter, da kann sich der Golfer wahnsinnig stark verbessern. Allein durch den Fakt, dass er sich hinstellt und einfach diese trainiert, gerade Putts und versucht einfach den Putter besser zum Ball zu bekommen und den Ball besser zu starten. Bei den Putts hier hinten ist es so, dass du eigentlich die Wahrscheinlichkeit gegen dich hast. Das heißt, wenn du jetzt einen Putt aus 3 Meter machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den einlochst, nicht wahnsinnig hoch, sage ich jetzt einmal so. Das heißt, du kannst dich eigentlich sehr, sehr entspannt hinstellen, kannst dein Setup einnehmen, gut zielen, versuchen, alles gut zu machen, eine ruhige Bewegung zu machen. Wenn er reingeht, ist es wunderschön. Wenn er nicht reingeht, ist es nichts Schlimmes. Ja, also du brauchst dich jetzt nicht ärgern, weil viele Golfer machen den Fehler dann, dass sie sich dann so aufregen, dass sie keinen Putt reinbringen und dann werden sie dann immer verkrampft und immer versuchen immer wieder andere Sachen, neuen Griff, neuen Stand und irgendwas und am Schluss kommt gar nichts mehr raus. Das heißt, bitte verstehe auch die Erwartungshaltung. Du wirst ab einer gewissen Distanz mehr Putts daneben hauen als einlochen und extrem gut möchtest du natürlich in dieser Zone werden, 1 bis 1,5 Meter. Um bei den kürzeren Putts auch wirklich konstant zu sein und gute Ergebnisse abliefern zu können, ist es wichtig, dass man ein gutes Setup macht und auch ordentlich zielt. Auch die Routine ist hier sehr, sehr wichtig. Du wirst auch beim langen Spiel dich zuerst hinterm Ball stellen, schauen, wo du hinschlagen willst und dich ausrichten und dann einen Schlag machen. Und sehr, sehr ähnlich ist es auch hier bei den kurzen Putts. Und da sehe ich folgenden Fehler wahnsinnig oft bei allen Golfern. Und zwar, sie nehmen den Putter schon in die Hand, bereits bevor sie sich überhaupt zum Ball stellen. Dann gehen sie her und zielen sozusagen mit den Füßen. Ja, sie versuchen die Fußspitzen quasi zum Loch auszurichten und haben bereits den Putter in der Hand. Und dann, wenn sie das haben, gehen sie runter und jetzt ziehen sie eigentlich rechts am Loch vorbei. Und das sehe ich wahnsinnig, wahnsinnig häufig, dass das passiert. Und das ist natürlich ein eklatanter Fehler, weil jetzt musst du natürlich irgendeine Ausgleichsbewegung machen, dass du wieder zurückkommst Richtung Loch. Und das ist natürlich nie gut, wenn du Ausgleichsbewegungen machst. Stattdessen empfehle ich dir, Folgendes zu machen. Nimm bitte zuerst keinen Griff ein. Lege nur den Schlägerkopf hinter den Ball und bring die Augen in eine Position, mit der du gut zielen kannst. Jetzt gehe ich her und drehe nur am Schläger, hier nur im Griff hin und her und schaue, dass der Schlägerkopf gut ausgerichtet ist. Nämlich in die Richtung, wo ich den Ball starten lassen möchte. Der Schlägerkopf, die Orientierung des Schlägerkopfes ist das absolut Wichtigste für die Richtung beim Putten. Das heißt, ich nehme da sehr viel Zeit in Anspruch, um das gut zu machen. Jetzt nehme ich eine Haltung ein, Ich habe den Ball übrigens ganz gerne ein bisschen links der Mitte. Das mache ich deswegen, damit ich den Ball leicht in der Aufwärtsbewegung treffe. Und suche jetzt mir eine leicht balancierte Position. Ich habe dabei mein Gewicht ein bisschen mehr auf dem linken Fuß und stabilisiere mich dadurch sehr gut. Und erst jetzt ganz am Schluss gehe ich her und mache den Griff.
Dadurch, dass ich erst ganz, ganz am Schluss den Griff einnehme, habe ich eine sehr entspannte Muskulatur und das erlaubt mir dann eine sehr, sehr ruhige Bewegung zu machen. Du hast ja vielleicht schon mal gehört, dass die Augen beim Putten genau über dem Ball drüber sein sollen. Ja, das Lustige ist dabei, dass die meisten Profis auf der Profitour das nicht machen. Die meisten, die ich kenne, haben die Augen ein klein wenig innerhalb der Ballziellinie. Es gibt quasi keinen, zumindest kenne ich keinen, der die Augen auf dieser Seite hat, also auf der anderen Seite drüber. Wichtig ist nicht, dass du die Augen über dem Ball hast, auf alle Fälle. Wichtig ist, dass du die Augen in eine Position bringst, damit du die Linie richtig siehst. Und das ist bei den meisten Golfern ein wenig innerhalb. Eine gute Art und Weise, um zu kontrollieren, ob man richtig zielt, ist, dass man sich zum Beispiel so ein kleines Dreieck selber bastelt, mit dem man gleich kontrollieren kann, wohin man zielt. Ich habe dieses Dreieck hier in meiner Hosentasche. Gehe jetzt her, richte den Schlierkopf aus, bringe mich in Position, mache meinen Griff und dann bleibe ich in dieser Position, nehme das Dreieck heraus und gebe es direkt hinter den Ball. Und jetzt kann ich schauen, ob ich gut gezielt habe. Ich sehe zum Beispiel, jetzt habe ich knapp auf der rechten Kante des Loches hier gespielt. Das heißt, da weiß ich, okay, ich muss ein bisschen mehr links zielen und bekomme mit der Zeit dadurch ein gutes Gefühl, wo ich hinziele. So, nachdem wir jetzt gut beim Ball stehen, können wir uns der Bewegung des Putters widmen. Und da sehe ich folgenden Fehler sehr, sehr häufig. Und zwar, die Golfer machen Folgendes. Bei den kurzen Putts holen sie viel zu weit aus und bremsen hinunter. Und bei den längeren Putts wird kurz ausgeholt und durchbeschleunigt. Beide Arten sind nicht optimal. Sie verursachen viele Fehler. Vor allem die Geschwindigkeitskontrolle ist dadurch nicht optimal und auch die Schlägerblattkontrolle wird dadurch stark gestört. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass die Bewegung des Schlägerkopfes ungefähr 50-50 ist. Sprich, dass der Rückschwung ungefähr so lange ist wie der Durchschwung. Das heißt, das sollte man auch trainieren. Du kannst sehen, ich habe hier am Boden eine Münze liegen. Das ist die Stelle, von der ich nachher den Ball circa immer wegspielen möchte. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe jetzt her und nehme einen Putter und lege ihn so hin, dass die dass ich die Münze genau bei der Hälfte des Griffes habe. Und jetzt stecke ich auf den anderen Seiten, kann auch ein bisschen großzügiger sein, hier Tees hin, links und rechts. Ja. Dann hast du hier, ich sage mal, so eine gute Basis für einen 1-Meter-Putt auf einem normal schnellen Grün. Das funktioniert in der Regel sehr gut. Da bekommst du ein gutes Gefühl, wie weit du aus- und durchschwingen musst. Ja. Wenn du natürlich einen etwas längeren Putt hast, 2 Meter, 2,5 Meter, muss es natürlich ein bisschen länger sein, aber das ist eine gute Grundbasis für kürzere Putts. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich mich einfach mal herstelle und ohne Ball einfach nur versuche, von Tee zu putten und versuche einfach einen guten Rhythmus zu finden, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann ich eine gute, knackige Bewegung machen. Du siehst also, das ist etwas kürzer und knackiger, vielleicht, als du gewohnt bist. Ich richte mich wieder gut aus. Nehme alles ein und jetzt versuche ich nur von Tee zu putten und aus. Ja? Und du siehst, dass ich jetzt da nicht ewig nachfahre, sondern wirklich geputtet habe und da bei der Höhe des Tees hier ungefähr gestoppt habe. Und das wäre das, was du auch versuchen solltest, in dein Spiel hineinzubekommen. Es ist absolut entscheidend, dass die Schlagfläche im Treffmoment in die Richtung zeigt, in der man den Ball starten lassen möchte. Und da gibt es zwei absolute Killer, die das bei vielen Golfern verhindern. Der erste Killer für die Schlagfläche ist, dass man beginnt, unabsichtlich das Becken mitzurotieren, mitzudrehen. Das passiert meistens komplett unbewusst. Ja? Das schaut dann so aus ungefähr, macht das jetzt bewusst ein bisschen schlecht. Ja, das ist, mein Becken hat richtig hier mitgedreht. Und das trägt sozusagen die Schlagfläche mit, wenn ich das mache und dann geht er häufig links vorbei. Ja, und wenn ich dann sehe, er geht links vorbei, dann gehe ich dann mit der Zeit, dann Ausgleichsbewegungen zu machen mit den Händen. Ja, und dann wird es ein komplettes Chaos. Das heißt, absolut wichtig, dass dein Becken stabil ist. Wie kannst du trainieren, dass dein Becken stabil ist? Ich empfehle immer Folgendes, dass du bereits im Setup das so machst, dass du dich hinstellst und versuchst, den linken Fuß in diese Richtung zu schieben und den rechten Fuß in diese Richtung zu schieben. Also ich sage immer zum Spaß, du versuchst die Kontinentalplatten auseinander zu schieben. Jetzt wirst du merken, wenn du das machst, dass du jetzt hier eine sehr, sehr stabile Position bekommst. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend, aber du nimmst jetzt nicht 100% davon, sondern vielleicht nur 20-30% und du wirst gleich merken, dass du hier wesentlich stabiler bist. Der zweite häufige Fehler, den ich sehe, ist, dass die Golfer
im Schwung mit den Handgelenken manipulieren. Sprich, wenn Sie sich herstellen, dass Sie auf einmal beginnen, hier ja, so zu arbeiten. Um das gut zu üben, empfehle ich dir folgende Übung. Und zwar, da gibt es diesen Bernhard Langer Griff, der Griff, den er in den 80er, 90er Jahren hatte. Das war dieser Griff, wo er ihn so genommen hat und den Patte hier an seinem Unterarm ruhen hat lassen. Und dann ist er hergegangen und hat mit der anderen Hand hier drüber gegriffen, hier umschlungen. Das heißt, er konnte dadurch im Prinzip seine Handgelenke nicht bewegen oder nur sehr, sehr schwer bewegen. Oder zumindest würde man es mitbekommen. Und jetzt ist er hergegangen und hat so gepattet. Und du siehst, ich bin jetzt immer noch so. Hätte ich zum Beispiel jetzt gepattet und wäre es so gewesen, dann ist das sehr schlecht. Und ich wüsste, ich hätte mit den Handgelenken was falsch gemacht. Sollst du mit diesem Griff patten? Kann man, aber ich würde zumindest ihn als Trainingstool einsetzen, um ein Gefühl für die Bewegung an sich zu bekommen. Etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Grünlesen. Auch bei den kurzen Putts sehr, sehr wichtig und oft unterschätzt. Ich habe im Golfclub Linz auch jetzt im Herbst noch Aimpoint Grünlesekurse. Unten in der Beschreibung findest du einen Link zu meinen Kursen. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald hier auf diesem Putting Grün im Golfclub Linz.